Review-Zeit! Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück bei Dark Schnecke Reviews zu einer weiteren Hot Toys Figuren Review. An dieser Stelle geht wieder mal ein großes Dankeschön raus an meinen Zuschauer Patrick, der mir diese Figur hier zur Verfügung gestellt hat. Wir gucken uns heute einen weiteren Iron Man an, und zwar den Iron Man aus Avengers Age of Ultron. Hier ist die Verpackung, eine schöne, ja mittlerweile schon ältere, klassische ja, Diecast-Figuren-Verpackung. Ne? Diese Art von den Verpackungen gibt es, soweit ich weiß, schon lange nicht mehr. Aber nach wie vor wirklich sehr cool gemacht, das Ganze. Die Dinger sind ja mittlerweile ein Einschuber. Das heißt, dass die Figur hier an der Seite reingeschoben wird, die Verpackung. Die älteren, so wie die hier, die ist noch hier so geöffnet. Ne? Da müsst ihr dann halt gucken, dass ihr vorsichtig seid. Darunter in Styropor eingepackt ist eure Diecast-Iron-Man-Figur. Ne? Und ansonsten verpackungstechnisch sind die immer noch sehr grandios. Sie sind mit so einem, ja, nochmal mit so einem extra durchsichtigen Kunststoff überzogen. Und vorne drauf könnt ihr dann halt schon den Iron Man sehen, der wirklich sehr stark aussieht. Schaut mal. Ne? Sehr cool gemacht, das Ganze. Übrigens hat er die Nummer MMS 278 D09. Das D steht für Diecast. Ne? Also die Movie Master Series Diecast Nummer 9. Na, hier unten steht das auch nochmal. Movie Masterpiece Series in Diecast. Schaut mal. Da geht der Iron Man einmal komplett rum. Auf der Rückseite erwartet euch jetzt nichts Großartiges. Wie immer noch die Credits. Na, ich denke mal, wer sich dafür interessiert, wer das Ganze hier gemacht hat, na, da könnt ihr euch mal kurz reingucken. Auch wer hier der Chef übrigens von Hot Toys ist, steht auch übrigens oben drüber. Ne? Na, könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr das wisst. Wenn ihr langjähriger Zuschauer seid, könntet ihr euch das sicherlich denken. Hier auf der Seite nochmal das Iron Man Logo. Ne? Das finde ich auch ganz cool, wenn ihr das erkennen könnt, in weiß. Na, und ich würde sagen, ansonsten nicht weiter drumherum geschnackt. Rüber zum Review-Bereich. Cooler Iron Man auf jeden Fall. Was besonders genial an diesem Iron Man ist, das ist die Base und das Zubehör. Das gefällt mir und sticht so ein bisschen halt ja, von den normalen Iron Man Figuren, die ich euch in den letzten Jahren gezeigt habe, ein bisschen raus. Na, also guckt euch das Ganze mal an und ich würde sagen, los geht's. Der Mark 43 kann sich immer noch gut sehen lassen, finde ich. Also der hat auf jeden Fall eine sehr schicke Präsenz. Und gerade wie ich es euch eben schon gesagt habe, mit der Base sieht das Ganze nochmal um einiges besser aus. Aber auf der Base fehlt noch was, das zeige ich euch gleich noch. Na, da braucht ihr natürlich auch ein bisschen Platz für, aber ich finde, da könnt ihr ein cooles Display auf jeden Fall mitmachen. An sich finde ich den Mark 43 generell eigentlich noch ganz toll. Na, da haben wir noch wirklich die klassischen Rot- und Goldtöne mit drin, obwohl der hier bei Age of Ultron natürlich schon mit den Goldtönen und auch den eingemixten Silbertönen schon so ein bisschen mehr übertrieben hat. Na, ich bin ja eher so der klassische Fan noch von dem wirklich richtigen weinroten Mark 3 oder Mark 4 Design. Na, der hier ist schon ein bisschen mehr aufgebrochen. Na, danach wurde es ja dann noch wilder. Na, aber trotz alledem finde ich diesen Iron Man Anzug immer noch sehr, sehr gut, muss ich sagen. Im Laufe der Zeit hat sich hier und da natürlich auch bei dieser etwas älteren Hot Toys Figur ein bisschen was getan. Ich sehe zum Beispiel, dass so ein bisschen die Hände ausblassen hier. Na, ihr seht, das ist kein richtiges Rot mehr. Vielleicht zeige ich euch das gleich im Video nochmal. Da ist das Ganze schon wieder eher so ein bisschen ins Rosa tatsächlich übergegangen, was ein bisschen schade ist. Aber ansonsten am Anzug hat sich hier eigentlich großartig nichts weiter getan. Die Gelenke sind natürlich für ältere Hot Toys-Verhältnisse wieder mal relativ locker. Aber dieser Iron Man wird sowieso auf dieser Base stehen. Und ihr seht ja schon, die Base hat dann halt auch die Hüftgabel. Na, also der wird jetzt auch nicht umfallen. Ob er jetzt komplett vollständig ist, kann ich euch auch nicht sagen. Aber ich zeige euch einfach mal das, was der gute Patrick hier in seiner Verpackung für mich bereitgestellt hat. Und wir gehen einfach mal rein in die Details des Mark 43. Und das sieht auf jeden Fall sehr, sehr stark aus. Ihr könnt mir gerne, wie immer, in die Kommentare mal reinschreiben, was ihr von diesem Design haltet oder welcher Iron Man Anzug ist euer Lieblings-Iron Man Anzug. Der hier ist auf jeden Fall auch noch sehr, sehr schick, muss ich sagen. Und wie gesagt, Zahn der Zeit ganz gut überstanden. Ne? Was mir nach wie vor sehr gut gefällt, ist, dass jeder Iron Man Anzug auch so ein bisschen gebraucht aussieht. Ich kann mich erinnern, da haben mal vor einigen Jahren mal Zuschauer geschrieben, die haben sich auch einen Iron Man gekauft, aber der wäre völlig zerkratzt. Nein, das soll so sein. Nach wie vor ist das hier alles gewollt. Ihr könnt das unter anderem natürlich hier sehen am hier am Oberarm, ne, das ist alles so ein bisschen abgescratcht. Dieser Anzug ist natürlich im Kampfgebrauch gewesen, ne, und daher sieht er natürlich auch so aus. Ne. Man könnte ja natürlich meinen, Tony Stark hat so eine hochentwickelte Technik, aber das Zerkratzen seines Anzuges, das scheint er immer noch nicht unter Kontrolle gekriegt zu haben damals, oder? Ja, ihr seht schon, ich muss ihn immer festhalten, denn er wackelt. In den, ja, in den Füßen ist er leider sehr, sehr locker, was ich ein bisschen schade finde. Ansonsten aber, ne, wirklich cooles Design. Ich gehe mal ein bisschen rum. Ihr seht ja dieser ganze reingemixte Kram mit den ganzen Gold und Silber. Das finde ich persönlich sehr schön. Vorne auf der Brust könnt ihr übrigens noch richtig schön den Arc-Reaktor sehen. Na, da könnt ihr schön durchgucken. Ihr habt auch wie immer die Möglichkeit, diese Brustplatte hier zu lösen. Das ist eigentlich bei jeder Iron Man-Figur der Fall gewesen.
Muss ich mal gucken, ob ich da irgendwie hintergreifen kann. Da müsst ihr ein bisschen vorsichtig sein. Dann könnt ihr nämlich auch mal so ein bisschen noch hier das Innenleben euch angucken. Auch das natürlich wieder sehr schön gemacht. Und ich muss auch sagen, damals war Hot Toys noch nicht so lazy. Denn hier wurde das Ganze auch nochmal bemalt. Es ist nochmal ein bisschen Silberapplikation für die ganzen kleinen Drähte und alles gemacht worden. Das ist ja, glaube ich, heutzutage auch eher so. Dann sieht es meist einfach nur nach Plastik schwarz oder grau aus. Also das ist hier schon gar nicht schlecht. Passt auch auf, ihr seht ja, hier sind so kleine Nupsis dran. Diese müssen hier wieder vorsichtig reingeführt werden. Das ist auch so ein Part. Wenn ihr euch vielleicht so eine Figur gebraucht kauft, achtet da mal drauf. Das sind Sachen, die können mal schnell abgebrochen sein. Ja, was gibt es sonst noch zu zeigen? Ich gehe mal kurz auf die Rückseite. Da ist normalerweise bei den alten Iron Man Figuren immer hier eine Menge los mit den ganzen, ich sag jetzt mal, Air Flaps. Das wurde ja dann aber irgendwann relativ versimpelt. In dem Fall, seht ihr das, sind das jetzt einfach hier auch sehr nahe am Körper anliegende Klappen hier. Da seht ihr, so ein bisschen noch Lufteinlässe etc. wird das wahrscheinlich sein. Aber auch hier kaum noch Details. Früher bei den Iron Man Anzügen hat man dann in den, ich sag ja, Mark 3 oder Mark 4 noch so ein paar Gitter gesehen und all sowas. Das wurde natürlich hier technologisch alles ein bisschen verbessert. Deswegen sieht man hier so gut wie gar nichts mehr. Ich werde euch in diesem Video wie immer nicht die Beleuchtungsfunktion zeigen, denn ich habe nach wie vor noch keine Ersatzbatterien für diese Reviews mir zugelegt, weil ich auch gar nicht mehr großartig damit gerechnet habe, nochmal einen Iron Man zu zeigen. Aber ihr könnt hier auf jeden Fall erkennen, wo halt das Light-Up-Feature vorne für den Arc-Reaktor ist. Hier ist nämlich einmal der Knopf, also der Switch, und hier könnt ihr das Ganze dann aufschrauben und diesen Part hier müsst ihr auslösen, um dann halt da die Knopfbatterien halt reinzupacken, um dann hier vorne halt den Arc-Reaktor anzufeuern. Das ist auch vom Light-Up-Feature nach wie vor wahrscheinlich sehr, sehr hell. Das Ganze gilt dann auch für seinen Helm. Bei dem ist das Light-Up-Feature wie immer natürlich dann innen drin verbaut. Ihr könnt hier vorne natürlich ganz normal die Platte abnehmen, das ist mit Magneten. Auch da könnt ihr übrigens mal sehen, was im Laufe der Zeit mit den Figuren halt passiert. Da müsst ihr halt vielleicht mal ein bisschen Revell-Kleber oder sowas das Ganze befestigen. Hier zum Beispiel, auf der Seite ist ein Magnet drin und links natürlich auch. Und die lösen sich ganz oft mal bei älteren Figuren. Hier klebt er jetzt oben noch drauf, also er ist nicht verloren gegangen. Also das passiert leider auch öfters mal. Ihr nehmt diese Platte hier ab und dann habt ihr hier links und rechts die Möglichkeit, den Helm zu öffnen. Da müsst ihr vorsichtig sein, das ist nämlich hier festgesteckt. So, und dann kommt ihr da hier ran. Ihr öffnet das Ganze und dann habt ihr hier oben die Möglichkeiten, die Batterien reinzumachen. Ihr seht ja auch nochmal, da sind die anderen Magneten, die dann halt so gesehen das hier halten sollten. Oder generell, glaube ich, später noch für andere Funktionen, glaube ich, dass ihr die Maske nach oben packt. Aber das soll eigentlich dadurch halten. Hier vorne ist der Switch, der ist sehr fein und sehr filigran. Auch da kann es immer mal passiert sein, dass diese sehr feinen Switches damals abgebrochen sind. Da solltet ihr auf jeden Fall sehr vorsichtig sein. Also ihr habt es zumindest mal gesehen, ihr braucht auch immer einen sehr, sehr feinen kleinen Schraubenzieher, um das Ganze dann halt hier zu öffnen. Klack, einfach wieder befestigt, die Maske drauf und dann könnt ihr den Helm wieder ganz normal an den Iron Man Körper ranpacken. Aber ihr seht schon, ich habe diesen Helm nicht drauf, denn es gibt natürlich noch einen Alternativkopf, den ich persönlich immer noch um einiges besser finde. Also die Beleuchtungsfunktion, da lege ich jetzt nicht so viel Wert drauf. Denn da müssen wir auch einfach mal ehrlich zu uns sein unter Sammlern. Wann benutzen wir diese Beleuchtungsfunktion großartig? Höchstens mal, wie gesagt, um es dann mal halt vielleicht ein paar Freunden zu zeigen. Aber die meiste Zeit haben wir doch unsere Figuren sowieso nicht die Beleuchtungsfunktion an, oder? Es sei denn, ihr habt es irgendwie separat verkabelt. Dann ist es natürlich eine ganz andere Geschichte. Ja, der Kopf oder der Helm, der jetzt mit da drauf ist, das ist der Tony Stark Kopf, also der Robert Downey Jr. Kopf. Da könnt ihr dann auch hier die Maske abmachen und nach oben packen. Hier oben sind natürlich auch die Magneten drauf. Und da, seht ihr, ist jetzt Tony Stark drunter. Nach wie vor ein unglaublich guter Herzgalt meiner Ansicht nach, der wirklich Robert Downey Jr. sehr, sehr ähnlich sieht. Also ich bin sehr zufrieden damit. Und auch da überlege ich, ob ich den vielleicht so in die Sammlung stelle. Ich mag es eigentlich, wenn man wirklich noch die Gesichter der Schauspieler sieht. Und das sieht einfach sehr stark aus, muss ich sagen. Also, das ist dann natürlich wieder euch überlassen, wie ihr das mit euren Figuren macht. Also ich mag das, wenn ich beim Iron Man halt den Kopf komplett sehe. Gefällt mir. Aber natürlich auch, dass wir die Möglichkeiten haben, einfach den Helm wieder zu schließen. Und dann ist da natürlich noch der Kopf drunter versteckt. Das finde ich eigentlich auch ganz cool. Ist auch so ein nettes kleines Gimmick für Leute, die vielleicht noch nie eine Hot Toys Figur gesehen haben. Wenn man denen das in die Hand drückt, erstmal das Gewicht durch die Diecast Figur und dann machen wir noch das Visier ab. Ich kann es auch mal hier ganz abmachen. So, da seht ihr das. Und dann ist da drunter dann halt Tony Stark selbst zu sehen. Und das sieht immer noch sehr, sehr realistisch aus.
Bei den Armen, das Einzige, was ich hier so ein bisschen noch schade finde, das wurde ja später von Hot Toys auch so ein bisschen geändert, ist, dass man hier noch eine sehr große Lücke halt sieht, ne, von der Schulter her bis hin hier zum Torso. Ne. Später hat das Hot Toys so gelöst, dass die Schulterklappen sehr eng anlagen. Auch hier seht ihr zum Beispiel, ist noch eine riesige Lücke halt zwischen. Ne. Das war halt damals so. Für euch nochmal zum Verständnis, auch ein Light-Up-Feature ist natürlich hier drin. Auf der Seite seht ihr schon, hier ist der Switch. Und dann ist daneben dann natürlich gleich die Klappe, auch da wieder mit einer kleinen Schraube. Ich habe es immer geliebt, die Knopfbatterien auszutauschen, das glaubt ihr gar nicht. Ne? Das ist echt der Wahnsinn. Ich bin bis heute froh, dass ich nicht den Hulkbuster gezeigt habe, weil ich glaube, da waren über 40 Knopfbatterien drin. Na, und dann habt ihr hier vorne halt den Repulsor. In dem Fall habe ich jetzt auch die Repulsorhand mal rangemacht. Na, und hier vorne seht ihr schon, da ist dann halt das Light-Up-Feature, das leuchtet dann halt durch, damit wir auch hier die Beleuchtung haben. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern das hier im Video jetzt gut rüberkommt, aber ihr seht gerade bei der Hand, wie gesagt, dass sich die leicht verfärbt hat. Na, also wenn ihr das ein bisschen vergleicht mit dem Bruststück und dann halt hier mit der Hand, seht ihr schon, es ist heller geworden, es hat sich halt so leicht in eine Art, ja, pink-rosa halt so ein bisschen verwandelt. Nicht so schlimm wie bei den noch älteren Iron Man-Figuren, aber auch hier fängt das leider so ein bisschen an, was ich sehr, sehr schade finde. Tja, weiter unten das Design, auch nicht schlecht gemacht, muss ich sagen. Ihr seht ja, das sieht aus, als wenn das hier wirklich so einzelne verschiedene Klappen oder sowas, die sich hier zusammenfügen. Das finde ich persönlich sehr interessant gemacht, ne? Also das sieht wirklich sehr gut aus. Aber auch hier das Problem, er ist da wackelig in den Hüften. Da müsst ihr halt auch ein bisschen aufpassen. Auch hier merke ich eine Oberschenkel. Seht mal, das ist eigentlich, darf sowas gar nicht sein, ne? Dass das hier wirklich so locker ist. Ne? Also die Figur ist ungefähr von 2015. Im Laufe der Jahre hat die da leider komischerweise ein bisschen an Grip verloren, könnte man sagen. An den Seiten hier, seht ihr das noch? Für alle, die vielleicht Iron Man so ein bisschen mehr noch kennen, gerade beim Mark III zum Beispiel konntet ihr diese Seitenteile noch rausdrücken. Da waren dann diese Täuschkörper drin. Auch das ist hier nochmal angedeutet. Das hat auch der Mark 43 tatsächlich. Das finde ich sehr gut, aber hier lässt sich leider nichts mehr bewegen. Das ist nur angedeutet soweit. Ne? Auf der Rückseite zeige ich euch nochmal das Ganze. Auch hier, das sieht schon wirklich fast aus wie eine Art Wirbelsäule. Ne? Auch schön. Ich mag gerade hier, kommen diese Silbertöne sehr schön zum Vorschein. Ne? Das glänzt alles sehr, ist sehr shiny. Das gefällt mir schon ganz gut. Genauso wie in den Beinen, alles hier nochmal so ein bisschen unterbrochen halt. Aber wirklich auch sehr technisch gemacht, auch auf der Rückseite hier. Ne? Das sieht wirklich sehr gut aus. Hier gibt es, soweit ich weiß, jetzt auch keine zu öffnenden Klappen mehr, so wie früher. Da konntet ihr hier alles noch so ein bisschen hochklappen und sowas. Das ist hier jetzt nur noch der Fall hier unten. Ja, wenn wir halt später ein bisschen den Iron Man bewegen wollen, dafür sind diese Klappen jetzt mittlerweile dann nur noch da. Also hier ist auch nichts mehr. Ihr könnt aber hier noch zum Beispiel diese Antriebsdüsen erkennen. Die sind hier hinten jetzt mit drin, alles bei dem Mark 43. Viel feiner gemacht, das Ganze. Ne? Aber es gefällt mir. Das Design und alles, das ist schon wirklich sehr, sehr wild. Ne? Aber ist noch schön ein klassischer Iron Man. Ich mag ja mehr diese technischen Iron Mans. Ne? Das ist schon genial. Schaut mal, die eine Klappe hier am Fuß hier, ne? Die ist so locker, dass wenn ich den Iron Man bewege, dass sich die Klappe einfach ganz normal mitbewegt. Ne? Das sind auch so Sachen. Natürlich hat sich Hot Toys im Laufe der Jahre um einiges noch verbessert. Das muss man einfach dazu sagen. Das sind so die kleinen Kinderkrankheiten von den älteren Hot Toys-Figuren. In Sachen austauschbarem Zubehör war bei Mark 43 jetzt auch nicht wirklich allzu viel mit dabei. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob das Ganze komplett ist, aber ich habe jetzt hier mal auf seiner linken Seite hier die Armklappe geändert. Ihr kennt das ja bestimmt auch, ne? Er kann immer aus seinem Arm nochmal eine dieser kleinen Mini-Raketen abfeuern, die eine unglaubliche Durchschlagskraft haben. Und das konnte man hier auch austauschen. Und das habe ich auch natürlich gleich angebaut, damit das Ganze nicht zu einfach wirkt, ne? Und da seht ihr schon, dass diese kleine Rakete hier oben halt drin ist. Und auch in einem Silberton bemalt ist. Cool gemacht auf jeden Fall. Es sieht so aus, als würden hier diese Seitenteile sich nach außen geklappt haben. Das Ganze ist eigentlich relativ einfach austauschbar gewesen. Wir haben hier ganz normale Klappen mit dabei gehabt. Ne? Das ist eigentlich die damit da drauf gehört. Und diese Klappen sind hier in dem Fall tatsächlich auch nur mit Magneten befestigt. Ne? Also wird das Ganze einfach da nur raufgeklappt. Und dann funktioniert das wirklich sehr, sehr gut. Das habe ich aber in dem Fall tatsächlich wirklich nur für die linke Seite jetzt. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern das vollständig ist, wie gesagt. Na, denn ich habe hier aber auch noch einen Unterarmteil. Na, wartet mal, dann sieht das Ganze ungefähr so aus. Na, und dieses Unterarmteil, ich weiß jetzt nicht, ob ich das ausgetauscht habe oder nicht. Na, weil darunter ist ja nichts. Na, es kann sein, dass auch da leider ein Teil fehlt, dass es wahrscheinlich beidseitig ist. Aber ich weiß es nicht. Ansonsten, ihr habt es ja nun gesehen, austauschbare Hände. Wir hatten einmal die Repulsorhand. Das mache ich gleich hier alles mal in einem Abwasch. Das ist dann so gesehen diese Hand hier. Diese Repulsorhände, die sind automatisch nach vorne gebogen. Und dann gibt es da auch noch hier diese, ja, ich sag jetzt mal diese Abdeckung,
die dann auch automatisch nach vorne gebogen sind, damit wir halt diesen Effekt haben mit dem nach vorne schießen. Das war ja damals bei den ersten Versionen der Iron Man Figuren von Hot Toys immer so ein Problemchen. Da haben die Leute gesagt, ich kann diese Pose nicht nachstellen. Und dann gab es halt diese austauschbaren Teile, damit wir halt auch die Repulsorhände nach vorne feuern lassen können. Gefällt mir soweit, muss ich sagen. Ansonsten standardmäßig haben wir natürlich auch Fäuste mit dabei. Das ist jetzt zum Beispiel hier auch auf dem Arm mit dabei. Ne, eine ganz normale Faust, die ihr dann ja benutzen könnt. Das reicht mir auch völlig aus, aber ich bin ja ehrlich, ich bin immer so ein Fan von den Händen, wo ihr dann halt die einzelnen Fingerchen bewegen könnt. Ne, habe ich, glaube ich, auf keiner dieser Hände jetzt gerade drauf. Aber hier, solche Hände sind das. Und da sind dann halt die einzelnen Finger komplett beweglich. Und dann könnt ihr selber entscheiden, wie ihr das Ganze postet und macht und tut. Sogar hier das Light-Up-Feature wird hier mit unterstützt. Ne, also da müsst ihr mal gucken, das geht eigentlich alles. Ich finde es gar nicht schlecht. Ne, ja. Warum nicht? Diese Hände sind aber auch schon mittlerweile Standard. Habe ich tatsächlich nie großartig Probleme gehabt, dass da mal die Gelenke nachlassen von den kleinen Fingerchen. Also die sind bei jeder Iron Man Figur, die ich jetzt zumindest in der Sammlung habe, ohne Probleme, ohne dass da irgendwas ja durcheinander geht. Ne? Ja, das ist eigentlich so das Zubehör, was ich mit dabei habe, was ich euch zeigen kann. Jetzt kommen wir mal zur Base und auch da dem kleinen Zubehörteil, was ich als kleines Highlight dieser Figur ansehe. In erster Linie ist es natürlich wieder eine nicht sehr sammlerfreudige Base, weil sie sehr groß ist und wenig Platz wegnimmt. Andererseits muss ich sagen, gefällt es mir, was ich sehe, denn ich mag das, wenn das Ganze so ein bisschen halt ein bisschen eine Szenerie darstellt. Vorne drauf haben wir eine riesige silberne Nameplate mit Marvel Avengers Age of Ultron Mark 43 in römischen Zahlen halt geschrieben. Und obendrauf haben wir jetzt eine schöne steinerne Fläche. Ne, also hier ist so ein bisschen eher weniger drauf, ne? Das ist eine ganz raue Oberfläche und hier sind dann einzelne kleine Steine drauf, wo ihr dann halt Iron Man halt drauf posen könnt. So sieht das Ganze aus. Ne? Finde ich gut, ist auch nur aus normalem Kunststoff gemacht, ne? Aber ich mag diese Oberflächen. Generell hat sich Hot Toys damals sehr viel Mühe auch bei einigen Bases gegeben, wenn es um sowas geht. Das mag ich, das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Ist natürlich aber auch immer so eine Sache, wenn ihr wie ich die Figuren freistehen habt und keine Glastüren habt, dann setzt sich gerade hier extremst viel bei den rauen Oberflächen halt der Staub ab. Das ist ein bisschen böse. Wir gucken nochmal drunter, da seht ihr nochmal, ne, da steht wahrscheinlich dann Hot Toys genau 2015. Ne, ob er jetzt direkt im Jahr 2015 erschienen ist, kann ich euch nicht sagen. Aber ich denke mal, das kommt ungefähr so hin. Dann hat er eine Metallstange, die könnt ihr dann hier einfach nur so rausdrehen, meine ich. So, oder rausziehen. Und da ist dann halt unsere geliebte Hüftgabel mit dabei, die jetzt aber bei diesem Iron Man nicht wirklich ein Problemchen darstellen sollte. Innen drin, wie immer, natürlich so ein bisschen mit dem Schaumstoff. Na, das Schaumstoff ist hier auch schon ganz schön reingedrückt. Na, durch die Diecast-Figur ist das natürlich ein bisschen mehr Gewicht drauf. Na, ja, dadurch hält das Ganze ganz gut. Wenn der Iron Man jetzt nicht so schwache Gelenke hat, dann kann man das aber wahrscheinlich auch so regeln, dass er dann ganz normal da drauf steht auf der Base. Na, aber ich mache das tatsächlich hier mit der Gabel. Das gefällt mir. Das große oder relativ coole Zubehörteil, was ihr da jetzt noch mit rauflegen könnt, ist in diesem Fall der Ultron Mark I. Das ist eine der Stark-Drohnen, falls ihr euch erinnern könnt. Als Ultron das erste Mal halt ja sich wirklich manifestiert hat oder wirklich so gesehen die KI lebendig wurde, hatte einer von den ja, Stark-Drohnen übernommen. Na, und das sah schon wirklich sehr creepy aus. Und das ist diese Drohne hier. Die könnt ihr jetzt hier raufpacken. Ihr könnt sie Iron Man aber auch so ein bisschen in die Hand drücken. Ihr könnt damit machen, was ihr wollt. Sie ist auf jeden Fall sehr, sehr cool gemacht und hat richtig geniale Details. Und das müssen wir uns doch mal genauer anschauen, weil ich finde, das ist ein richtig schönes ja, Stück, was noch mit dabei ist. Ne? Es ist komplett aus Kunststoff gemacht, also da ist kein Diecast-Anteil. Ne? Ihr seht zum Beispiel noch, hier ist noch das Avengers-Logo drauf. Wie gesagt, das ist eine der Stark-Drohnen, die dann halt im Namen der Avengers halt für Ruhe und Frieden sorgen sollten. Ne? Ihr seht aber auch, dass natürlich sein Gesicht schon komplett zerstört ist und so eine kleine Fratze halt da mehr erschienen ist, was ich wirklich sehr gruselig finde. Ihr könnt ihn sogar so ein bisschen bewegen. Also der Kopf lässt sich nach links und rechts bewegen und auch der Arm lässt sich bewegen. Allerdings müsst ihr da ein bisschen vorsichtig sein, denn hier vorne, seht ihr das? Da sind so ein paar kleine Drähte, die hier rausgucken. Da kommt so ein bisschen das Gelenk gegen. Ihr habt die Möglichkeit, ihr habt schon gesehen, das Ganze auch auseinanderzuziehen. Ne? Das ist nur gesteckt. Wenn ihr jetzt möchtet, dass diese Drohne komplett auf eurer Base irgendwie zerstört da liegt, dann könnt ihr das auch machen. Oder ihr drückt Iron Man halt diesen Kopf hier noch in die Hand, ne? Nachdem er besiegt wurde, der Ultron. Ne? Das könnt ihr auch machen. Das finde ich wirklich eine sehr, sehr geniale Idee. Hier können wir jetzt noch mal ein bisschen auf die Details gucken. Ja? Denn da, finde ich, hat sich Hot Toys auch wirklich sehr viel Mühe gegeben. Ihr könnt überall die verschiedenen ja, Drähte und alles erkennen, ne? Die ganzen Zylinder und alles. Ne? Also das sieht schon wirklich sehr, sehr gut aus, muss ich sagen. Na, und ist auch so hier und da so ein bisschen schon wieder auf
zerstört und angerubbelt gemacht. Also sehr, sehr genial das Ganze. Ne? Gerade hier dieser Part finde ich sehr nice. Hier hängen auch noch ein paar Drähte raus. Die sind tatsächlich eher aus einem Gummimaterial gemacht. Ne? Die wurden dann hier einfach nur so hingehängt. Ne? Also das gefällt mir sehr gut, dieses Teil. Das ist sehr, sehr stark gemacht. Unten drunter nochmal der Tag Marvel. Also auch da völlig okay. Der Arm, ich zeige ihn nochmal. Ne? Ich packe das jetzt mal hier hin, so den Oberkörper dahin. Hier nochmal den Arm komplett. Hier schöne Farbgebung drauf. Alles sehr, sehr gut gemacht. Das sieht wirklich sehr fies aus. Leider könnt ihr die Hand nicht bewegen. Die ist komplett starr. Ne? Also das ist dann nur ein komplettes starres Piece. Aber trotz alledem ist das von den Details her wirklich sehr, sehr gut gemacht. Ne? Und wie gesagt, das packt ihr jetzt dann irgendwie mit auf die Base rauf und lasst dann halt Iron Man irgendwie so eine Siegespose da. Ne? Und dann könnt ihr halt diesen Ultron da irgendwie raufpacken. Vielleicht auch, dass der Arm so ein bisschen sich um sein Bein schlängelt. Ne? So als letzter Versuch, ihn anzugreifen oder sowas. Ich finde das sehr, sehr genial. Diese Ultron-Drohnen gab es übrigens auch, oder die Stark-Drohnen gab es auch separat nochmal tatsächlich. Also nicht zerstört, ganz normal damals. Ja, die sahen auch wirklich nicht schlecht aus. Aber der hier, das ist so gesehen der Start von Ultron selbst. Na, so war die allererste Version, nachdem er dann sich später einen anderen Körper halt gebaut hat. Mehr kann ich euch so gesehen nicht zeigen. Das heißt, jetzt gehen wir mal die Beweglichkeit des Mark 43 durch. Mich wundert es, dass er steht. Ich habe ihn gerade so ausbalanciert, dass er einigermaßen hier nicht nach vorne kippt. Wir gucken uns das an, weil Iron Man Figuren sind im Gegensatz zu normalen anderen Hot Toys Figuren immer noch mal eine ganz andere Sache, weil da die Beweglichkeit natürlich auch durch verschiedene Klappen und all sowas noch hervorgehoben wird. Na, und daher müsst ihr da auf jeden Fall sehr, sehr vorsichtig sein. Und ich rate auch jedem von euch, wenn sie noch mit dabei ist, gerade bei älteren Hot Toys Figuren, guckt bitte immer doch in die Bedienungsanleitung, die bei jeder Figur mit dabei ist, damit ihr da auch nicht irgendwie was kaputt macht. Na, die Figuren sind teuer genug, na, und wenn sich da jetzt was irgendwie löst oder ihr was abspringen lasst, na, dann ärgert ihr euch am Ende. Zum Beispiel ein kleiner Hinweis, diese Schulterklappen sind nicht abnehmbar. Ne? Also da gar nicht erst dran rumziehen. Der Kopf sitzt auf einem Kugelgelenk. Ne? Ich merke, dass dieser Kopf relativ locker tatsächlich in den Laufe der Jahre ist. Er hat noch einen separaten Halspart, der sich so ein bisschen mitbewegt. Seht ihr das? Ne? Das ist ganz okay. Aber ansonsten, ihr seht schon, bewegungstechnisch geht da einigermaßen was. Den Kopf ganz nach oben kriegt er jetzt nicht. Wenn ihr versuchen solltet, eine Flugpose zu machen, ja, es geht einigermaßen. Das funktioniert schon. Das war bei anderen Figuren, älteren Figuren, ein bisschen schwieriger. Kommen wir jetzt mal zu den Schultern. Die Schulter, da müsst ihr gucken, diese Schulterklappen, ja, die sind locker. Ne? Da müsst ihr ein bisschen drauf achten. Die haben hier so eine Springfeder mit drin, damit ihr das Ganze so ein bisschen in Position packt. Wenn ihr jetzt den Arm nach oben bewegt, seht ihr schon, dass sich natürlich diese Schultern so ein bisschen mitbewegen. Weiter als so könnt ihr das hier bei dem Mark 43 aber nicht machen. Würde ich auch nicht weiter rumstrapazieren. Aber seht schon, dass zum Beispiel mit der kleinen Mini-Rakete die Möglichkeit besteht, einfach den Arm komplett geradeaus schießen zu lassen, was ich schon mal sehr gut finde. Na, wenn wir jetzt mal hier so ein bisschen auf die Seite gehen, da könnt ihr erkennen, dass hier innen drin ein Butterfly-Gelenk eingebaut ist. Das heißt, wir können diesen ganzen Innenpart hier auch noch mal ein bisschen mitbewegen. Und da finde ich es wirklich sehr stark, dass wir auch noch mal hier so ein bisschen das Innenleben sehen können von diesem Anzug vom Iron Man. Ne? Also auch da sehr, sehr gut gemacht. Der Arm selbst sitzt auf einem Kugelgelenk und das Butterfly-Gelenk ist noch mal separiert hier mit eingebaut. Finde ich sehr, sehr gut gemacht. Dann haben wir natürlich die Oberarmbeweglichkeit. Die ist bei jeder Figur mit dabei. Die doppelten Ellbogen, auch sehr cool. Na, das funktioniert auch hier noch nach wie vor sehr, sehr gut. Also da habt ihr eine gute Beweglichkeit. Passt ein bisschen auf hier mit diesem Ellbogenschutz. Na, der wirkt so ein bisschen filigran hier dran. Na, also da ein bisschen vorsichtig. Das geht aber soweit. Wenn es jetzt zur Oberkörperbeweglichkeit geht, ihr Iron Man Fans, ihr kennt es doch. Ne? Wir können diesen Anzug auseinanderziehen. Oh, ich habe ihn, glaube ich, schon auseinandergezogen. Ein bisschen auseinanderziehen, ne? Dann seht ihr schon, hier bilden sich so ein paar Lücken. Der Oberkörper wirkt dadurch ein bisschen langgezogen tatsächlich, aber da habt ihr die Möglichkeit, ihn so ein bisschen nach vorne und nach hinten zu bewegen. Ne? Ihr seht schon, dann gehen hier diese einzelnen Klappen so ein bisschen ineinander über. Und dann habt ihr auch die Möglichkeit, ihn besser nach links und rechts im Oberkörper zu bewegen, denn im Gegensatz zum Oberkörper gibt es hier jetzt keine Hüftbeweglichkeit. Wenn ihr das nicht braucht, dass er sich so ein bisschen nach vorne oder nach hinten beugt, drückt ihn wieder einfach zusammen. Und dann ist er auch gleich um einiges stabiler, dann funktioniert das ganz gut. Ich nehme jetzt mal den Arm hier beiseite, denn jetzt gehen wir mal hier zu diesem Part. Wenn ihr jetzt die Beine bewegen wollt, wir haben hier natürlich wieder verschiedene Klappen. Na, einmal ist hier eine an der Seite, die könnt ihr hochklappen und hier vorne ist eine, die ihr hochklappen könnt. Wenn ihr die jetzt hochgeklappt habt, habt ihr die Möglichkeit, das Bein weiter auch nach außen zu bringen, ohne dass da irgendwie was im Wege ist. Ne? Also da müsst ihr immer sehr, sehr vorsichtig sein. Gerade wenn ihr das Bein jetzt nach vorne bringen wollt, muss diese vordere Klappe auf jeden Fall sich bewegen, ne? Für irgendeine Pose. Ihr könnt es ja dann wieder leicht einklappen,
wenn ihr einigermaßen eure Pose gefunden habt, damit das nicht zu wild aussieht und man direkt in die Gelenke halt reingucken kann. Ihr merkt schon auch hier, in den Gelenken hier, in den Beinen ist alles ein bisschen lockerer im Laufe der Zeit, weil ihr müsst euch das so vorstellen, das ist der Diecast-Part hier. Das ist alles komplett aus Metall und sehr schwer. Und die Gelenke sind aber in dem Fall nur aus Kunststoff und das können die Gelenke eigentlich gar nicht großartig halten, denn das Metall ist halt viel zu schwer und im Laufe der Zeit, je nachdem wie die Figur benutzt wurde, rubbelt natürlich auch so ein bisschen Hand halt, ja, das Kunststoff halt ab. Ne? Also da müsst ihr vorsichtig sein. Also erwartet nicht, dass die Gelenke sehr fest sind. Auch hier, wie auf der anderen Seite, Oberschenkelbeweglichkeit ist leider sehr, sehr locker. Na, aber wie gesagt, bei mir ist er halt im Stand drin, da kann nicht viel passieren. Doppelte Kniegelenke, auch wieder sehr, sehr gut. Auch da muss ich sagen, finde ich das nach wie vor sehr toll gemacht, dass wir auch hier dann einen Blick aufs Innenleben vom Ironman-Anzug sehen. Ne? Weil hier, ihr seht ja dann, da bewegt sich das alles so ein bisschen mit nach vorne. Ne? Und das sieht wirklich sehr, sehr stark aus, auch in diesem schönen Silberton gehalten. Ist sogar so eine kleine Klappe, die sich so ein bisschen bewegen lässt. Ne? Also schön gemacht. Beim Fuß, das habe ich euch ja eben schon gezeigt, wir haben hier diese beweglichen Klappen vorne und hinten. Die sind so ein bisschen dafür da, dass wir den Fuß nach hinten, nach vorne bewegen können und auch so ein bisschen seitlich. Ankle Pivot ist natürlich mit dabei und wir können auch hier vorne die Fußspitze nach vorne bringen. Na, das funktioniert alles sehr, sehr gut. Ihr müsst nur dann halt immer ein bisschen vorsichtig hier mit den ganzen Klappen sein. Aber es geht. Es geht. Na, das ist aber eigentlich im Laufe der Jahre bei jeder Hot Toys Ironman Figur so ein bisschen gleich geblieben. Na, da müsst ihr halt, wie gesagt, ein bisschen euch mit der Anleitung beschäftigen. Und dann habt ihr sehr viel Spaß mit eurem Ironman. Und das ist die Beweglichkeit. Der Mark 43 kann sich, wie ich gesagt habe, nach all den Jahren immer noch mehr als sehen lassen. Er sieht wirklich toll aus. Gerade mit der Base und mit der Ultron-Drohne drauf, ne, ist das Ganze wirklich ein sehr, sehr schickes Teil. Was ihr mit dieser Drohne macht, wie gesagt, das könnt ihr euch dann halt selbst überlegen. Ne, ihr könnt hier auch so ein bisschen ihn auseinanderbauen. Dann könnt ihr den Arm vielleicht noch hier hinlegen, ne, damit das Ganze so ein bisschen wilder aussieht. Oder halt den Kopf abziehen und keine Ahnung. Na, also da könnt ihr so einiges machen, das finde ich persönlich sehr, sehr stark und wertet den Ironman wirklich sehr, sehr gut auf, denn der ist ja eigentlich auch relativ minimalistisch, da ist nicht viel mit dabei. Ich habe den Tony Stark Kopf jetzt natürlich wieder drauf, na, weil ich den persönlich wirklich sehr gut finde. Na, der bleibt jetzt hier auch drauf, dann habt ihr noch den beleuchteten Helm mit dabei und dann habt ihr eigentlich nur noch diese austauschbaren Klappen für den Arm. Ich weiß jetzt, wie gesagt, nicht, ob es für beide Arme ist. Wenn ihr das mehr wisst wie ich, dann könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Und dann haben wir nur noch austauschbare Hände mit dabei. Na, und das war es dann auch schon mit diesem Ironman. Na, vergesst aber auch hier nicht natürlich diese Klappen, na, damit wir den Repulsor-Effekt so ein bisschen haben, dass man die Hand besser nach vorne bringen kann. Na, das ist alles, was mit dabei ist. Trotz alledem muss ich sagen, ist er wirklich sehr, sehr cool. Also wenn ihr Lust auf eine Mark 43 habt, na, und es noch kein Reissue oder eine Neuversion davon gibt, dann haltet einfach mal die Augen offen. Ne? Es kann ja sein, dass der eine oder andere Sammler den vielleicht mal abstößt und für einen guten Kurs kann ich auf jeden Fall hier immer noch eine Empfehlung aussprechen. Die Ironman Diecast Figuren sind generell sehr, sehr tolle Figuren. Und der hier ist nach wie vor auch wirklich toll, finde ich. Also ganz ehrlich. Danke nochmal an Patrick auf jeden Fall. Na, danke, dass er jetzt in meiner Sammlung sein darf. Und ich würde sagen, für dieses Video bin ich schon wieder raus. Eigentlich relativ kurz, aber mehr kann ich euch nicht zeigen. Und ich muss mir wirklich mal angewöhnen, mir nochmal ein paar Knopfbatterien zu organisieren, damit ich in Zukunft mal wieder vielleicht ein paar Figuren auch beleuchtet zeigen kann. Aber wie gesagt, wenn ihr Hot Toys verfolgt und die Figuren generell kennt, dann wisst ihr ja, wie das Ganze dann halt aussieht. Na, also es ist eine sehr schöne Figur. Ich würde sagen, ich bin raus, liebe Leute. Meinungen und Kommentare gerne, gerne unten wieder in die Kommentarfunktion rein. Auch gerne ein Däumchen nach oben für Patrick, dass er mir dieses Video hier möglich gemacht hat durch diesen Ironman. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann, wenn ihr mögt, wie immer im nächsten Video wieder. Also macht's gut, bis denne dann und natürlich reingehauen. Ich liebe diese Drohne, die muss ich aber nochmal irgendwie zusammenstecken. Ich weiß nicht, ob ich den hier vielleicht doch mal irgendwie noch so mit Kopf hinlege oder sowas. Ne? Da gibt es einfach viel zu viele coole Möglichkeiten. Da muss ich mir nochmal was einfallen lassen. Ne? Gefällt mir auf jeden Fall.